Hallo und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchten wir zusammen uns bei der Plattform Nexo registrieren und verifizieren und später auch zeigen, wie man dort darauf arbeiten kann. Nexo ist ein Zahlungsanbieter, der mit Börsen zusammenarbeitet. Dort kann man Kryptowährungen kaufen, man kann Fiatgeld hochladen, aber auch auszahlen, genauso wie Kryptowährungen halten und ein- und auszahlen. Bei Nexo gibt es ebenfalls einen sogenannten Referral-Link bzw. einen Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn ein Bekannter von euch Nexo besitzt, dann kann er euch einen Link geben, damit ihr euch registrieren könnt. Dann würde er etwas partizipieren an den Dingen, die ihr tut. Das ist allerdings nicht zwangsläufig nötig. Ihr könnt auch ganz einfach auf nexo.io gehen. Ich habe jetzt aber einen Ref-Link, den gebe ich hier oben ein. Und dann gehe ich auf Enter und dann bekommt die Person, die mir den Link gegeben hat, eine Kleinigkeit, ein paar Prozente von dem, was ich auf der Plattform mache. Das Positive dabei ist, wenn ich einen Ref-Link nutze, ich bekomme 25 Dollar in Bitcoins. So, jetzt sind wir auf der Seite nexo.io und jetzt können wir uns registrieren. Dafür klicken wir jetzt hier auf Get 25 Dollar in Bitcoin. Jetzt öffnet sich die Seite zum Registrieren. Er hat erkannt, dass ich Deutsch spreche und jetzt kann ich mich mit meinen persönlichen Daten registrieren. Diese Daten werde ich natürlich aus Datenschutzgründen immer ausblenden. Ich bestätige die Geschäftsbedingungen und gehe auf Anmelden. Jetzt muss ich dieses Puzzle betätigen. Das ist aus Sicherheitsgründen, damit es kein Roboter ist, der sich hier anmeldet, sondern ein echter Mensch. So, das muss man immer machen. Jetzt hat man eine E-Mail bekommen. Die E-Mail muss man jetzt bestätigen. Jetzt gehen wir in unser E-Mail-Programm rein und dann klicken wir auf Nexo Welcome. Und dann gehen wir hier auf Verify E-Mail. Congrats, your email has been verified. Continue to your Nexo account. So, jetzt sind wir schon eingeloggt und jetzt können wir schon starten, aber wie immer auf solchen Seiten muss man sich zunächst verifizieren. Das heißt, man muss seine persönlichen Daten hochladen, man muss Ausweisdokumente und so weiter hochladen, damit man hier diesen Account komplett nutzen kann. Jetzt suchen wir mal, wo man das macht, am besten hier oben immer bei diesem Männchen. Da gehen wir mal auf mein Profil. Da steht hier Personal Info, das müssen wir noch machen, da steht nämlich nicht verifiziert. Und Identity Verification, das müssen wir auch noch machen. Und das würde ich sagen, machen wir einfach mal als erstes, denn erst danach kann ich wirklich damit arbeiten. Also gehen wir bei Start Verification auf Start Verification. Jetzt geben wir unsere persönlichen Daten ein, die werde ich natürlich jetzt nicht zeigen, aber das kann ja jeder für sich selber dann machen. So, meine persönlichen Daten habe ich jetzt verifiziert, das hat auch funktioniert. Da musste ich am Ende meine Handynummer eingeben und dann habe ich einen SMS-Code bekommen und diesen SMS-Code musste ich eingeben, danach waren meine persönlichen Daten verifiziert. Jetzt muss ich noch die komplette Identity Verification machen und da gehen wir einfach weiter auf Continue Verification. Okay, dafür gibt es einen extra Client, der das macht mit der KYC, also mit dem Know Your Customer, also mit dem Verification-Verfahren. Dann gehen wir auf Verify Identity. Jetzt brauchen wir unseren Ausweis bzw. unseren Pass. Den müssen wir bereithalten und dann gehen wir auf Starten. Jetzt müssen wir das Land und die Region auswählen. Germany. Deutschland. Dann können wir auswählen, was für ein Dokument wir nehmen wollen. Reisepass, Führerschein oder Personalausweis. Ich empfehle eigentlich immer den Reisepass, denn da braucht man nur eine Seite zu zeigen. Das geht viel praktischer. Und jetzt haben wir meistens die Auswahl, entweder auf dem Laptop das zu machen,
oder auf ein Mobilgerät zu wechseln. Ich persönlich empfehle immer, auf ein Mobilgerät zu wechseln, weil es da einfacher ist und weil die Kameras auch besser sind als die vom Rechner. Deswegen, ich wähle jetzt zum Mobilgerät wechseln. Und jetzt können wir mit dem Smartphone diesen QR-Code hier scannen. Dann würden wir direkt auf die Seite kommen, die das dann für uns tut. Das mache ich jetzt. Das kann ich jetzt hier in dem Video nicht zeigen, aber das wird relativ einfach sein. Sie werden mit Ihrem Smartphone auf Deutsch aufgefordert werden, gewisse Dinge zu tun, zum Beispiel den Pass zu fotografieren, die Passseite zu fotografieren, beziehungsweise ein Foto von sich zu machen. So, jetzt scannen wir mal den QR-Code. Jetzt steht hier Fotoseite des Reisepasses. Das heißt, zunächst müssen wir die Seite mit dem Foto von uns, unseres Passes, fotografieren mit unserem Smartphone. Dann gehen wir auf Starten. Das Foto wurde gemacht. Jetzt gehe ich auf Bestätigen. Jetzt muss ich eine Gesichtserkennung machen. Zentrieren Sie Ihr Gesicht im Rahmen und befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm. Da gehe ich auf Starten. Das ging sehr schnell. Ich musste einfach nur mein Gesicht reinhalten und die haben automatisch ein Foto gesendet und das wurde jetzt automatisch hier auf den Bildschirm weitergeleitet. Das heißt, die Verifizierung ist schon halb abgeschlossen. Man hat keinen Adressnachweis benötigt, sondern es hat der Pass und das Gesicht gereicht. Jetzt steht hier, we are verifying your identity. Und jetzt müssen wir einfach warten. Normalerweise kommt das auch per E-Mail. Und dann wissen wir, ob es funktioniert hat oder nicht. Go to Dashboard. Identity Verification. Klicken wir mal drauf und gucken, wie es aussieht. Hier steht, it usually takes a few minutes or in rare cases up to one business day. Normalerweise dauert das aber nur ein paar Minuten. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Identity Verification completed. We are pleased to inform you that your identity verification has been approved. So, das heißt, wir können jetzt unseren Account vollständig nutzen. Ich werde jetzt hier einfach mal die Seite neu laden. Jetzt steht hier verified. Jetzt ist alles verifiziert. Jetzt können wir mit der Seite komplett arbeiten. Zum Beispiel Assets transferieren, Interests verdienen, also Prozente zum Beispiel verdienen. Kryptos kaufen mit der Kreditkarte oder mit Banküberweisungen, Exchanges machen. Wir können sogar die eigene Nexo-Karte beantragen. Das ist eine eigene Debitkarte, die von Nexo herausgebracht wurde. Es gibt ein Limit für Kryptowährungen. Aufladen unbegrenzt, auszahlen $500.000 am Tag. Ich denke, damit kann man leben. Limits für Banküberweisungen, $2 Millionen pro Überweisung. $100.000 pro Tag. Ich denke, damit kann man grundsätzlich auch leben. Es gibt sogar einen Kredit, den man machen kann. Das ist so ähnlich wie eine Bank. Schauen wir mal, wie man jetzt überhaupt Geld dahin bekommt. Das scrollen wir mal nach oben. Gehen auf Konto. Und sehen jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel zahlen Sie Kryptoassets auf Ihr versichertes und abgesichertes Nexo-Konto ein. Das Konto hier ist gut abgesichert. Also auch in Krisenzeiten ist wahrscheinlich dein Geld relativ sicher. Ich sage immer nur relativ, weil es ist ein Zahlungsanbieter. Es kann immer was passieren. In der größten Not ist das Geld weg. Deswegen, wenn man Kryptowährungen hat und halten möchte, nie auf solchen Plattformen liegen lassen, sondern immer auf die private Wallet. Aber bei Nexo ist es relativ sicher. Wenn ich hier runter scrolle, sehe ich hier alle Assets, Krypto, Stablecoins und Fiat. Fiat ist ja der Begriff für normale Währungen, also Euro, Dollar, Yen und so weiter und so fort. Dann sehen wir hier, Bitcoins kann ich mir hochladen und bekomme Zinsen von bis zu 7% pro Jahr. Das ist grundsätzlich sehr gut, denn Prozente auf Bitcoin zu bekommen ist natürlich wesentlich besser als auf Dollar, weil Dollar, wie zum Beispiel der USDT, da bekomme ich bis zu 12%. Aber bei der hohen Inflation und der USDT oder der USDC da unten sind ja an den Dollar gekoppelt. Bei so einer hohen Inflation, wie wir gerade haben, ist das nicht so förderlich. Aber immerhin bekommt man bis zu 12%.
Auf der normalen Bank bekommt man 1-2%. Also das ist schon ein Unterschied. Aber auch hier bei Nexo Token bekommt man bis zu 12% und bei Ethereum bis zu 8%, was ja auch nicht schlecht ist. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie man Fiat-Geld, also normales Geld, hochladen kann. Da gehen wir auf Fiat. Und dann sehen wir USD, Euro und britische Pfund. Jetzt versuchen wir mal Euro hochzuladen. Da gehen wir auf Aufladen. Und dann sehen wir, dass wir gewisse Dinge beachten müssen. Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass Sie nur von Ihrem eigenen Bankkonto Geld hochladen dürfen. Also auf ein Bankkonto, das auf Ihren Namen läuft. Wenn Sie Martin Müller heißen, dann dürfen Sie nicht von Ihrer Ehefrau Geld hochladen, die zum Beispiel Tanja Müller heißt. Auch wenn sie Ihre Ehefrau ist, es muss von Martin Müller kommen. Und dann steht hier noch die Limits. Verarbeitung bis zu einem Werktag, das ist grundsätzlich wenig. Manchmal geht das auch innerhalb von ein paar Stunden. Sie können jederzeit Euro ein- und auszahlen. Es werden auch nur SEPA-Überweisungen akzeptiert, also mit IBAN zum Beispiel. Mindestens 1.000 Euro muss man hochladen. Hier steht, es wird bald verringert, also wahrscheinlich kann man in Zukunft auch weniger hochladen. Maximal 2 Millionen. Die Aufladegebühr ist 0 Euro. Nexo verrechnet keine Gebühr, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und jetzt gehe ich auf Ich verstehe. Und dann sehe ich hier die Bankdaten, die ich nutzen muss. Hier ist die IBAN, der Betreff. Ganz wichtig, Sie dürfen beim Betreff, also bei der Referenz, bei dem Verwendungszweck, ist ja alles dasselbe, niemals irgendetwas anderes schreiben oder hinzufügen als das, was von diesen Seiten hier geschrieben wird. Wenn hier diese Folge von Buchstaben steht, dann dürfen Sie niemals irgendwas anderes hinschreiben. Zum Beispiel, manche schreiben hin für Nexo oder viele Grüße oder zum Hochladen oder irgendwas fügen Sie hinzu. Das dürfen Sie nicht machen. Sie müssen ausschließlich das reinschreiben, was hier steht. Denn das wird automatisiert von dem Computer eingelesen und wenn Sie da noch was hinzufügen, wie zum Beispiel viele Grüße oder Nexo oder irgendwas, dann liest das der Computer nicht und Ihre Einzahlung verzögert sich um bis zu 2-3 Wochen. Deswegen niemals was anderes, einfach hier rechts auf Kopieren gehen, einfügen beim Online-Banking und fertig. Und das war's auch schon. Allein durch den Verwendungszweck wird Nexo sehen, wohin das Geld muss. Und Sie werden es innerhalb von einem Tag auf Ihrem Konto haben. So einfach kann das gehen. Bei Kryptoeinzahlungen ist es natürlich noch einfacher. Da gehen Sie einfach auf Krypto, zum Beispiel Bitcoin, gehen Sie auf Aufladen. Dann haben Sie hier Ihre Bitcoin-Adresse, senden da einfach Bitcoins hin und das taucht innerhalb von ein paar Stunden in Ihrem Nexo-Konto auf und Sie können damit arbeiten. Nexo funktioniert unheimlich einfach. Sehr schnell und völlig problemlos. Das Gute ist, Sie müssen hier, um diese Prozente hier zu bekommen, nichts machen. Sie müssen einfach Bitcoins reinladen, zum Beispiel wenn Sie einen Bitcoin reinladen und den behalten, bekommen Sie jeden Tag, jeden Monat einen Teil dieser 7% pro Jahr. Sie können aber Ihre Bitcoins frei verwenden. Wenn Sie den Bitcoin auszahlen, klar, dann bekommen Sie natürlich keine Prozente mehr. Aber wenn Sie ihn hier liegen lassen, bekommen Sie sofort Prozente. Und ich finde das sehr einfach, sehr gut gelöst und eine gute Art und Weise, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen. Obgleich ich immer darauf hinweise, wenn Sie die Bitcoins und Ihre Kryptowährungen hier haben, ist es nicht so sicher, als würden Sie sie in Ihrer eigenen Wallet haben. Deswegen immer darauf achten, eine große Anzahl an Kryptowährung würde ich immer auf einer privaten Wallet oder auf einer Hardware-Wallet lagern. Dann sind Sie sicher. Aber wenn Sie damit Geld verdienen möchten, dann können Sie das mit Nexo sehr gut machen. So, das war Teil 1 von Nexo. In den weiteren Teilen werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kryptowährung verarbeiten können, wie Sie damit auszahlen können, beziehungsweise wie Sie mit Ihrem Smartphone mit Nexo arbeiten können. Alles sehr einfach, sehr schnell und sehr sicher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.